Moin Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um den besten Spieler aller Zeiten gehen. Und nein, wir reden hier ausnahmsweise nicht von Guido Burgstaller, sondern von Lionel Messi. Und den hat Wiska Barca nämlich getroffen und das Video sehen wir uns jetzt an. Aber irgendwas fehlt noch. Ah ja, wenn schon eine Reaktion auf Wiska Barca und Messi, dann doch wohl im Barcelona-Trikot. Let's go, Freunde. Der kleine Anton, ich bin jetzt gespannt. Denken kann FC Barcelona Fan. Schon damals in der Schule zog er unzählige Male sein Barca-Trikot. Ist das von der Biograf? Haben die zusammen was gemacht? Und jeder Mitschüler kannte ihn als den größten Messi-Fan. Seit 2005 hat er quasi alle Barca-Spiele über 90 Minuten gesehen und somit hat er alles auch von Messi von Anfang an komplett erlebt. Es ging sogar so weit, dass er sich entschied, seinen YouTube-Kanal im Jahr 2013 zu eröffnen mit dem Namen Wiska Barca. 2005. Ich habe vorher nachgeguckt, er ist Jahrgang 1996, also ein Jahr älter als ich. Ja, mit 9 Jahren jedes Barcelona-Spiel schon gesehen? Ich glaube, da hätten meine Eltern nicht mal gewusst, wo ich mir das angucken kann. Oder ich persönlich hätte es selber auch nicht gewusst wahrscheinlich. Aber geil. Deutsch, hoch lebe Barca. Jeder wusste auch auf YouTube von Anfang an über seine Barcelona-Fanliebe Bescheid. Sein Riesentraum, der noch einigermaßen greifbar für ihn war, war es, sich einmal ein Spiel im Camp Nou anzuschauen. Digga, das ist so heftig, wie sich Zeiten und Träume ändern. Wenn du dir denkst, du bist einfach ein Kind und denkst dir, boah, ich will einmal im Stadion vom FC Barcelona stehen. Und dann startest du 2013 einen YouTube-Kanal und das kannst du dir ja nicht vorstellen, dass du in 8 Jahren dann Lionel Messi persönlich treffen kannst. Also, da sieht man einfach mal, wenn man an was dranbleibt, wenn man einen Traum hat, dann soll man sich das nicht ausreden lassen, sondern dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und ja, ich gönne ihm das. Natürlich hat er davon geträumt, eines Tages Leo zu treffen. Jedoch wusste er nie, wie er das denn schaffen kann. Klar. Doch jetzt, 9 Jahre nach seinem ersten YouTube-Video und Unterstützung seiner riesigen Community, hat er es geschafft, sein Kindheitsidol zu treffen. Wahnsinn. Heute ist der große Tag. Wir haben den 25. November, es ist 4 Uhr morgens. Ich bin am Manchester Flughafen. Ich war vor einigen Stunden noch auf dem Spiel City vs. PSG. Ich habe sehr, sehr lange überlegt. Ich dachte, er hat sich noch mal kurz ein Interview mit Cristiano gegönnt vielleicht. Wie ich dieses Video anfangen soll, mit welchen Worten. Und ich bin einfach nur zum Schluss gekommen. Aber wenn man in die Augen guckt von ihm, also man merkt das an der kompletten Aura. Ich kenne ihn persönlich jetzt nicht, ich verfolge ihn nicht wirklich, muss ich ehrlich gestehen, oder habe ihn nicht verfolgt in den letzten Jahren. Aber das sieht man doch, dass ihn das wirklich von Herzen freut. Und das sind doch die positiven Momente. Und solche sollten wir viel öfters auf YouTube sehen und nicht irgendwelchen toxischen Scheiß, sondern solche positiven Momente finde ich unfassbar gut. Dass ich einfach gar nicht nachdenken brauche, einfach nur Emotionen freien Lauf lassen und das werde ich jetzt tun, Freunde. Ich werde heute, ja, finde ich gut, Messi treffen. Ich habe natürlich nicht geschlafen, ich habe durchgemacht. Erstmal checken wir jetzt ein. Lego. Leute, ihr glaubt das nicht. Ich wollte diese Plastikgabel in den Müll werfen, die ich noch in der Jacke hatte. Und ich habe stattdessen meine Boardingkarte da reingeworfen. Ey, ich bin so nervös, das ist ja unfassbar. Aber ich fühl's. Ich kenne das, wenn man zu Hause ist und irgendwas wegwerfen will, wenn man gerade Essen zubereitet und dann so merkt, Mann, bin ich dumm. Ja. Konzentrier dich doch, Anton. Sorry, I threw my boarding card into... Und ich treffe an dem Tag nicht Messi und mir passiert das zu Hause. Also der hat zumindest, eine Ausrede dafür. Rubbish, I'm sorry. I wanted to throw the fork there, you know? I confused it. Erster Adrenalintest. Bisher zittern meine Finger noch nicht. Ich gönne mir jetzt aber erstmal einen kleinen Snack. Bisschen Energie sammeln, weil sonst kann ich mich gleich überhaupt nicht mehr konzentrieren. In meinem Kulturbeutel habe ich auch schon ein Trikot mit. Ein Argentinien-Messi-Trikot, das möchte ich von Leo unterschreiben lassen. Ich dachte mir, das passt am besten, weil er auch dieses Jahr die Copa America gewonnen hat. Das hat ihm extrem viel bedeutet. Ich bin an meinem Gate. Es bedeutet, Anton hier mindestens genauso viel, habe ich das Gefühl. Also. Bist du? Mach bitte kein Auge, okay? Ja,
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à bord d'Air France. Madame, bonjour, Monsieur. Mich trennt ein Flug, meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Ich glaube, jeder, der schon mal etwas von mir gehört hat, weiß, was dieser Tag für mich bedeutet. Es ist so surreal. Ich kann es nicht glauben, was ich heute mache. Ich kann es euch jetzt schon sagen, dass ich nachher Gänsehaut bekommen werde, aber... Ey, es ist arschkalt. Ich konnte sogar einen kleinen Powernap machen im Flugzeug. Ach. Alles läuft nach Plan, ich bin nicht verspätet, das kann eigentlich nicht. Ich bin selber gerade nervös. Taucht aus irgendeinem Grund einfach nicht auf. Wir nehmen jetzt ein Taxi und fahren zur Location. Vamos! Ich habe mich jetzt in ein Café gehockt. Ich bin knapp 1,5 Stunden zu früh dran. Ich warte jetzt auf den Treffpunkt. Aber jetzt kann ich euch mal erzählen, wie ich es geschafft habe, zu dieser einmaligen Möglichkeit zu kommen. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir ganz, ganz gut genau zuhören. Seit knapp 2 Jahren bin ich in Kontakt mit The Messi Store. Das ist die offizielle Klamottenmarke von Leo. Und ich habe immer wieder mal denen geschrieben, hey, wäre es irgendwie möglich, dass ich kurz mal für eine Minute Leo sehe. Und jetzt, knapp 2 Jahre später, ist es tatsächlich dazu gekommen, Freunde. Die machen heute ein Fotoshooting und ich bin quasi behind the scenes und bekomme im Anschluss dann meine Minute mit ihm. Ein Foto, im besten Fall noch eine Unterschrift. Ich habe auch dann eine Präsentation erstellt an Messis Management, weil die wollten natürlich sehen, wer ist denn das, der heute dann noch kommt. Aber, und, also erstens bekomme ich gerade wirklich die erste Gänsehaut und nur um das nochmal jetzt zu sagen, der war 2 Jahre alt. Jahrelang mit dem YouTube-Kanal dran geblieben. Er ist 2 Jahre lang jetzt dran geblieben mit dem Messi-Trikot, also mit dem Messi-Store. Ganz ehrlich, das wird einfach belohnt, wenn du einfach nicht aufgibst und wenn du einfach aktiv auf Leute zugehst. Denn Lionel Messi wird nicht auf dich zukommen, aber wenn du einfach aktiv drauf zugehst und so eine Chance, ja, die musst du dir erstens erarbeiten und zweitens musst du dann auch so dranbleiben, dass du sagst, okay, ich will mir diese Chance überhaupt holen. Denn die meisten würden wahrscheinlich diesem Store einfach nicht schreiben und so sagen, ja, das geht sowieso nicht. Aber was hast du zu verlieren? Wenn du es nicht versuchst, hast du auf jeden Fall verloren. Wenn du es versuchst und es funktioniert nicht, dann kannst du dir zumindest nichts vorwerfen. Also da kann jeder sich eine Scheibe von abschneiden. Ja, immer dranbleiben und einfach durchziehen. Damals, als ich noch nicht mal YouTube gemacht habe, so in meinem alten Kinderzimmer, da war ich so circa 12 Jahre alt. 2013 war dann der Anfang mit YouTube. So circa 12, ach so, okay, das ist noch 2013, so circa 12 Jahre alt. Da sagt Google was anderes, aber hat er jetzt anders gemeint, ich verstehe schon. Das ist quasi mein kompletter YouTube-Messi-Werdegang. So 14, wie ich in FAQs erzählt habe, dass mein Riesentraum ist, einmal ins Camp Nou zu reisen. Dann hier der erste Camp Nou-Besuch. 2016, ja, ging dann die Fanatik weiter gegenüber Leo. Also quasi meinen kompletten Journey. Seine Stimme hier, allein schon, also er ist wirklich, ne, mit immer so Zusammenfassung hier drunter, dann die komplett fanatisch. Fußballer mit Jerome Boateng, Griezmann, Gnabry, also es ging immer so einen Schritt nach vorne weiter. Und natürlich auch bei PSG supporte ich ihn weiterhin. Und am Ende habe ich nochmal so eine kleine Collage angehangen, alles was so mit Messi zu tun hat. Hier zum Beispiel in meinem Zimmer vor dem riesen Ölgemälde oder hier nochmal den aufgezeigt, dass ich sogar ein Tattoo habe. Das T-Shirt ist zum Beispiel auch von The Messi Store. Messi-Tattoo. Und diese Bewerbung hat dann quasi Messis Management überzeugt und die haben das approved, also genehmigt, dass ich heute beim Fotoshooting dabei sein darf. Boah, was das für ein Gefühl sein muss, wenn du da die Nachricht oder war eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail bekommst und das heißt einfach, ja, du kannst mit ihm sprechen und einfach dein Traum in dem Moment in Erfüllung geht. Boah. Ich hoffe einfach nur, dass ich einigermaßen einen Satz rauskriege vor ihm, dass ich keinen Herzinfarkt kriege und dass ich wirklich nicht sofort eine Heulattacke oder so bekomme, aber ich hoffe, ich reiß mich irgendwie zusammen. So sieht das hier aus, behind the scenes. Und jetzt wartet die ganze Crew noch auf Messi und davor werde ich jetzt gleich sogar noch geshootet. Ich habe nämlich die Ehre, auch für seine Klamottenmarke quasi zu modeln und das wird dann auf der Insta-Page von The Messi Store gepostet. Sieht echt sehr, sehr clean aus, hier komplett weißer Background. Dann auch diese Würfel, ich bin so in Trance, ich kann es gar nicht realisieren. Das kann ich dann mal bei Darmstadt machen vielleicht. Man muss ja, das wäre überragend. Hier ist die Garderobe. Hier wird dann Leo sich umziehen nachher und alles anprobieren. Oh, nochmal viele coole Sachen. Oh, das Shirt sieht direkt geil aus. Oder hier einfach clean so ein Polohemd. Oh, das sieht sehr nice aus. Mit so einem Blumenmuster. Ein paar Schuhe sind auch schon parat. Und hier noch so eine Kleiderstange. Gibt sogar Jeans und Shorts. Oh, die Jacke sieht auch sehr fresh aus. Schwarz, rot. Ich bin in der Maske.
Hergerichtet fürs Fotoshooting. So Leute, ich melde mich gerade hier kurz mit einer Overvoice. Ich muss euch eine Sache verraten, und zwar das Fotoshooting von mir war in Realität nach dem Treffen mit Leo. Ich habe euch das aber davor geschnitten, damit ihr einfach das Highlight nicht direkt am Anfang vom Video seht. Aber ja, hier zum Beispiel die Hose war auf ihn maßgeschneidert. Verständlich, bisschen Spannung aufbauen. Im Shooting da reinschlüpfen. Wir haben sogar die gleiche Schuhgröße, also auch die gleichen Schuhe musste ich tragen wie er. Zu funny. Und wie es das Schicksal will, passen sie mir. Sie sind nur wild. Minimal zu kurz. Das ist echt zu lustig. Ich muss mich jetzt umziehen. Ich habe gerade das zweite Outfit bekommen. Ein rotes Oberteil und darüber dann noch diese schwarz-rote Jacke. Kein Joke, auch diese Jacke hatte ich nach Messi an. Und die werde ich übrigens auch auf Instagram für euch verlosen, zusammen mit seiner Unterschrift. Professionelle Models sind hier natürlich auch am Start. Nicht solche Amateure wie ich. Das Outfit sieht richtig nice aus mit dem schwarzen Shirt, mit dem grünen Motiv und der grünen Jacke. Sehr nice. Ah, nebeneinander geschnitten, genau die gleichen. Sehr, sehr gut, die ganzen neuen Pieces, die neue Kollektion. Auch die Jeans ist vom Messi Store, sogar der Gürtel. Das ist echt wild. Also, ich bin fast ein bisschen sprachlos. Mir fehlen da fast die Worte, aber man sieht einfach, wie er sich freut. Und ich hab Gänsehaut, Digga. Und wir haben Messi noch nicht mal gesehen, also noch zu seiner aktiven Zeit treffe, es ist einfach Jackpot. Natürlich wäre es auch cool gewesen, ihn irgendwie zu treffen, wenn er 50 Jahre alt ist, aber noch als aktiver Spieler ist es auch mal noch heftig. Noch ein anderer Fun Fact, die Creative Direktorin von Messi Store ist Ginny Hilfiger, das ist die Schwester von Tommy Hilfiger. So eine liebe Frau, die stylt uns hier die ganze Zeit um, korrigiert. Das nächste Mal dann Tommy Hilfiger Modelshoot von Visca Barca. Läuft auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt schon gespannt auf Messi, Digga. Ich will es jetzt endlich sehen. Verstehen wir noch nicht, was hier passiert heute. Mein letztes Outfit, bevor gleich Leo kommt. Graue Jogginghosen, hier steht auch noch Messi drauf und weiße Schuhe. Komm schon. Wir wollen es sehen. Wie er sich freut, Mann. Ohne Spaß. So sehen Menschen aus, deren Lebenstraum in Erfüllung geht. Also, träumt, Freunde. Ihr müsst träumen, und wenn ihr sowas erleben könnt, einfach nur genial. Ja. Oh. Ich will das Video jetzt nicht unterbrechen, ich will es jetzt einfach nur gucken und... Ich melde mich jetzt hier mit der Overvoice. Ich wollte euch erstmal die Rohaufnahme zeigen. Ganz ehrlich, ich verfolge ihn nicht. Natürlich, am Rand bekommt man es mit. Ich gönn's ihm total. Abgesehen davon, dass er einen sehr sympathischen Eindruck macht. Ich gönn das jedem, der so einen Traum hat, dass er sich den erfüllt. Stark. Einfach nur stark. Cool. Freunde, ihr seht, hier waren sehr viele Menschen um uns herum, auch der Security von Messi hier vor der Frau, die gefilmt hat. Ich durfte da jetzt nicht irgendwie mit 3 Kameras auftauchen und jede Perspektive filmen und da Leo mit Mikrofon verkabeln. Aber ist egal, Hauptsache, der Moment ist drauf, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, wie er hier das Trikot unterschreibt mit Signatur sogar und wie wir hier das Bild machen. Und jetzt
schaut euch nochmal die Slow-Mo an, Freunde. Leo hat mir so ein Strahlen geschenkt. Schaut euch das an, ey, so cool. Wir haben uns so tief in die Augen geguckt. Da meinte ich zu ihm so, ey Leo, seit 16 Jahren bin ich Fan von dir. Er kratzt sich so verlegen durch sein Bart, wie man ihn halt kennt, ne? Auch so ein bisschen zurückhaltend. Und dann gebe ich ihm das Argentinien-Trikot. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr gefreut. Und dann, das ist einfach nur schön. Während er es unterschreibt, ey Leo, kannst du bitte noch schreiben für Anton? Er fragt dann so nach, wie heißt es nochmal? Ich so, Anton, Anton. Und dann hat er geschrieben, für Anton, con cariño. Also das hat er von sich selber ausgeschrieben, quasi in Liebe oder mit Vergnügen. Und dann seine Unterschrift drunter. Ey, Wahnsinn, einfach nur, ne? Also das... Hier gebe ich ihm gleich auch noch so einen kleinen Schulterklopser. Nur mal kurz den Goat berühren. Geil. Also das ist eine Geschichte, die kannst du deinen Enkelkindern erzählen und... Digga, ich hab Gänsehaut. Ich weiß, ich wiederhole mich 17 Mal, aber... entstand das Bild. Ja. Ey, Freunde, ich nehme das gerade eine Woche nach dem Treffen auf und ich kann immer noch nicht diesen Moment realisieren. Und jetzt seht ihr gleich noch eine Aufnahme, die direkt nach diesem Treffen entstand. Es ging alles so schnell. Ich konnte gar nicht nachdenken, Freunde, was ich zu ihm sage. Ich habe erstmal gesagt, so Gott segne dich, weil er ist ja auch ein gläubiger Mensch. Freunde, ihr wisst, was das für mich bedeutet, dieser Moment, ne? Und ich muss mich ganz zusammenreißen, dass ich nicht hier ein paar Tränen verdrücke vor der Messi Store Crew. Schaut auf Instagram vorbei, Freunde. Lasst das meistgelikte Foto aller Zeiten von mir machen. Ich dachte jetzt, da steht, da verlose ich das getragene Shirt. Also, boah, nee, das wäre gar nicht gegangen. Das hätte mich jetzt... Das kann er nicht machen. Boah. Das gehört in der Vitrine bei dir zu Hause, übers Bett, sodass du es jeden Tag siehst und jeden Tag stolz drauf bist. Hast dir verdient. Vielen Dank an euch alle da draußen, Freunde. Weil ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Diese ganze jahrelange Support. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Messi Store. Auch Link natürlich oben in der Videobeschreibung zu seiner Klamottenmarke. Ich hab's, Freunde. Das war der längste Journey. Ich habe so gekämpft dafür. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Lasst dieses Video komplett explodieren. Und ciao. Stabil. Was soll ich noch recht dazu sagen? Ich glaube, man gönnt's ihm. Es ist ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Und es sollten sich mehr Menschen ihre Lebensträume erfüllen. Und jeder Mensch, der das schafft, dem gönne ich das von Herzen. Und wie gesagt, in so schweren Zeiten wie aktuell ist doch wunderbar, wenn man jemandem was Gutes tut oder wenn jemandem was Gutes passiert. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir noch mehr positive Videos zu sehen bekommen in naher Zukunft. Vielleicht trifft jemand anders noch Messi oder Ronaldo oder Burgstaller. Ja, und in diesem Sinne hätte ich gesagt, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und bis bald, Ronaldo. Bis bald, Messi. Sorry, passt gerade besser. Ciao, ciao.